Bald kommt ganzes Album? Bitte nicht. Gott bewahre uns vor einem ganzen Album. Real Talk. Ich bin immer noch der ganz, ganz krassen Meinung, dass der Junge auf jeden Fall Respekt verdient hat, dass er einer der wenigen ist, der so ist, wie er ist. Auch gerade in der Social-Media-Welt, auch gerade mit der Reichweite ist es überhaupt nicht leicht, jeden Tag diesen Gegenwind zu kriegen, diesen unglaublich lauten Gegenwind von diversen Leuten auf Instagram und TikTok. Dafür riesen, riesen Respekt. Aber Gott bewahre uns vor einem ganzen Album mit 12 oder 14 oder 16 Songs. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe gedacht, nach 2 Songs wäre Schluss. Jetzt kommt der dritte mit Galaxie. Jetzt denke ich mir so, okay, er will so auf Trilogie machen, ne? 3 Songs am Stück, jetzt ist Schluss. Ich hoffe, ich bin da mit meiner Theorie irgendwie auf der sicheren Seite, auf der richtigen Seite. Ich bin gespannt. 3 Minuten 37. Ich sag Like und Support ist kein Mord und ich werde den Like auch da lassen, weil ich habe auch hier das Gefühl, dass viele aus Prinzip einfach haten und dementsprechend aus Prinzip auch sehr, sehr viele disliken, was er so überhaupt nicht verdient hat. Wenn die Musik schlecht ist, drückt auf Dislike und gut ist. Ne, ihr müsst keinen irgendwie 3 Seiten Kommentar schreiben, indem ihr ihn irgendwie noch aufs Übelste beleidigt. Das hat er nicht verdient. Er macht nicht die beste Musik. Ich denke, darüber sind wir uns einig. Ich wollte gerade sagen, er macht aber auch nicht die schlechteste, aber ich muss hart überlegen, was ich noch schlechter als... Weiß ich nicht ganz genau. Lil Shrimp besser oder schlechter? Stimmt, Lil Shrimp und Young Alpha sind schlechter. Das halten wir mal so fest. 24 Tim, Galaxie, Abfahrt. Kick kommt gleich so rein. Beat wird sich so... Bup, bup, bup. Das ist so ein 4-to-the-floor-Beat. Direkt 100 Millionen Prozent. Genauso wird die Kick voranschreiten. 100%ig. Ich kenne diese Samples. Digga, jetzt mal ernsthaft, hast du irgendwie ein Problem? Du bist doch nicht ganz dicht. Ich weiß nicht, wie ihr seht da draußen, auch die das auf YouTube sehen werden. Ich hoffe, ich krieg das online. Diese Abkürzung mit Ivy oder WG mit wie geht's? Lasst es. Lasst es. Wenn ihr mit mir schreibt, lasst diese Abkürzungen. Ich hasse sowas. Ivy. Ich weiß, dass irgendwie gemeint ist. Bei WG, ich weiß, wie geht's, dass wie geht's gemeint ist. Ich hasse diese Abkürzung. Ansonsten, ich jag euch, ich find euch und fress euch auf. Yo, ich verprügel dich auf der Straße. Das sind aber teilweise wirklich Kommentare, die auf TikTok oder Instagram unter Beiträgen von ihm geschrieben werden. Ich habe jetzt ihn nicht unglaublich krass auf Schritt und Tritt verfolgt, ne? Aber so Kommentare sehe ich auf jeden Fall. Deswegen sage ich auch, egal wie die Musik jetzt ausfallen wird, beleidigt oder hatet den Jungen jetzt nicht einfach aus Prinzip. Wisst ihr, ich meine, einfach weil es jeder tut, einfach weil dein Kollege sagt, guck mal, was für ein Opfer das ist, der zieht sich so und so an, der macht so und so Musik, musst du nicht das Gleiche über diese Person denken, wenn du diese Person nicht kennst. Wisst ihr, ich meine, so Gruppen Zwang dann und siehst, oha, jetzt haben schon so viele gedisliked, jetzt haben schon so viele so harte Kommentare geschrieben, jetzt ist es ja leicht, nochmal einen hinterherzulegen. Wisst ihr, was ich meine? Lass den Jungen machen, wie er möchte. Ob die Musik gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Ich glaube, das weiß der auch selber, dass die Musik nicht das Gelbe vom Ei ist, oder? Also ist mal Real Talk. Das weiß der auch selber, dass die Musik jetzt nicht das Wahre ist, sag ich mal so, human ausgedrückt. Herzlich willkommen bei den intergalaktischen News. Unser 24 Tim wühlt zurzeit die Erde auf. Egal in welcher Stadt, er verbreitet große Euphorie. Die Erde ist für ihre wiederkehrenden Hatewellen bekannt. Deshalb ist die Mission von 24 Tim umso wichtiger. Tim, lass den Hate hinter dir, verbreite Liebe auf dem Planeten und gönn dir. Ist auch hier wieder eigentlich eine ganz geile Message. Gerade in so einer Zeit, wo unglaublich viel Krieg noch herrscht, gerade auch ne, Russland, Ukraine, Gott steh uns bei, dass es schnell rumgeht so und dass es irgendwie noch einigermaßen klimpflich ausgeht, falls es noch irgendwie möglich ist. Ne? In so einer Zeit, wo so viel Hass unterwegs ist, gerade auch in Social Media, Instagram, TikTok und so weiter, wo jeder jeden hatet eigentlich, wo keiner irgendwie Liebe für den anderen übrig hat, ist es immer wieder eine geile Message eigentlich. Spread love, kein Hate. Sage ich bei einer Reaktion auf ein Video, was mehr Dislikes als Likes hat. So sieht's aus. Hebe wieder ab, schwebe durch die Galaxie. Schieße mich ins All, werd getragen von meinem Team. Hater geben Rückenwind, immer wenn ich flieg. Skinny sleek dress, aber immer high. Mich schallert's gleich weg, Chat, mich schallert's gleich weg. Mich haut's gleich, wenn jetzt die Drums reinkommen, mich haut's komplett weg, Chat. Let's immer bling bling übertreibe. Lashes in pink find ich nicer. Packe mich ein in Designer. Das hier geht raus an die Neider. Was hab ich gesagt? Bup, bup, bup.
Fall to the Floor Kick ist so ein typischer Raff-Beat. Ganz, ganz klare Sache. Pack da Raff drauf, das Ding wird ein Hit. Mit einer catchigen Ohrwurm-Hook so ein bisschen, vielleicht noch Bones drauf. Pack auf diesen Beat Raff, der wird dir einen Hit zaubern. Sag ich so, wie es ist. Ist original ein Raff-Beat so. Mit dem einzigen Unterschied, dass nicht Raff drauf ist, sondern 24 Tim. Das macht die ganze Sache ein bisschen durchwachsener, sag ich mal so. Shake mein Ass auf dem Catwalk. Siehst du meinen Dress und mein Glamour? Eieiei. Shake mein Ass auf dem Catwalk? Ja. Es sind so Sachen. Es gibt Sachen im Leben, die möchte ich eigentlich nicht sehen. Ich möchte auch nicht sehen, wie er seinen Ass auf dem Catwalk shakt, sag ich so, wie es ist. Lashes in Pink finde ich nicer. Packe mich ein in Designer. Das hier geht raus an die Neider. Shake mein Ass auf dem Catwalk. Siehst du meinen Dress und mein Glamour? Baby, ich bin Fame, aber hands on. Wenn du lieb fragst, ob du Liebe wieder abschwebe. Ist aber jetzt noch okay. Ich find's im Vergleich zu den anderen beiden Songs davor, wie hießen die nochmal, Bling Bling und nochmal irgendwas anderes, ne? Ist es keine so unglaubliche Steigerung? Aber gerade von den Vocals her merkt man auf jeden Fall, dass er sich jetzt beim dritten Anlauf ein bisschen wohler vorm Mic gefühlt hat, wie bei den ersten zwei Versuchen, meiner Meinung nach. Baby, ich bin Fame, aber hands on. Wenn du lieb fragst, ob's Liebe wieder abschwebe durch die Galaxie. Schieße mich ins All. Muss man, by the way, die anderen Leute kennen? Liebe wieder. Sie zum Beispiel, kennt man sie? Ich weiß gar nicht. Sind es auch noch andere TikToker oder Instagrammer oder Influencerin? Abschwebe durch die Galaxie. Schieße mich ins All. Werd getragen von meinem Team. Hater geben Rückenwind, immer wenn ich flieg. Das sind auch TikTok, okay. Skinny sleek dress, aber immer high heels. Und ich schweb. Fahr mit dem Luftschiff wie im Cabriolet. Bin wie eine Princess von einem anderen Planet. Hört mal drauf, was in der Hook für Stimme auch reinkommt, ne? Höhere, tiefere Harmonien, damit halt seine Stimme jetzt nochmal ordentlich dicker kommt. Mit bisschen mehr Hall drauf, auch gerade diese Backings hier ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt. Mit einem schönen Hallraum, der relativ subtil im Hintergrund ist. Aber das gibt der ganzen Hook halt dieses Hook-Feeling so. Wie soll ich meinen? Dieses große, dieses Wow-Feeling, dieses Hook-Feeling einfach. Ja, TikToker, sie heißt Jule. Okay, gut, bei TikToker bin ich sowieso raus. Ich kenne da sowieso gar niemand. Wie im Cabriolet. Bin wie eine Princess von einem anderen Planet. Ich schweb. Durch die Galaxie. Durch die Galaxie. Melodie ist aber ganz nice und seine Stimme kommt in der Hook auf jeden Fall okay. So, also wenn jetzt eine andere Vocal drauf wäre, mit einer anderen Stimme, mit einer anderen Lyrik vielleicht, mit einem anderen Text. Und wenn du mir darauf dann nicht sagen würdest, dass es 24 Tim ist, würde ich es sogar noch ganz okay finden. Sag ich so, wie es ist. Zweiter Part, let's go. D-I-V-A. Come and say my name. 24. IVA, was? Was ist die IVA? Habe ich was verpasst? Durch die Galaxie. D-I-V-A. Was ist die IVA? Come and say my name. 24 Tim im Game. Aber gib mir nen Fick auf Hate. Da wo ich bin ist Drama. Kommentare regelt Karma. Immer am Start im Shitstorm. Wenn du lieb fragst, ob's du Liebe wieder abschwebe durch die Galaxie. Wir können festhalten, Parts sind wirklich relativ kurz, also Real Talk unglaublich kurz, aber ne, kein Minuspunkt so, der macht zur Unterhaltung, also der macht es ja aus einer ganz anderen Intention, wie die ganzen Deutsch-Rapper, Deutsch-Künstler, die wir heutzutage hier haben. Der geht ja nicht ans Mic, ihr müsst immer daran denken, er geht ja nicht ans Mic und rappt den Text ein, um damit im Endeffekt viel Geld zu verdienen, um dann um seinen Unterhalt damit zu verdienen. Wisst ihr, was ich meine? Darum geht es ihm nicht. Es geht ihm um Unterhaltung, um Gesprächsstoff. Manchmal macht er auch übertriebene Sachen, damit halt Leute reden und so weiter. Manchmal auch übertrieben schlechte Musik, was bei dem nicht der Fall ist. Also das ist nicht übertrieben schlecht, das ist einfach nur so mäßig schlecht vielleicht. Aber er macht es ja aus einer ganz anderen Intention, wie die ganzen anderen Deutschrapper so, ne? Die wollen damit wirklich einen Haufen Geld verdienen. Der macht wahrscheinlich einen Haufen Geld mit TikTok, Instagram und anderen Placements und so weiter und so fort. Ist ja okay so. Wenn du es aus der Blickperspektive betrachtest, ist es ja alles noch ganz okay so. Ich finde es ehrlich auch nicht schlechter als typische Freitag 0 Uhr Songs. Dazu gehört doch nicht viel. Gib mir eine Woche, ich mach dir einen Freitag 0 Uhr Song. Schieße mich ins All, werd getragen von meinem Team. Hater geben Rückenwind, immer wenn ich flieg. Skinny sleek dress, aber immer high heels. Es ist eine Steigerung zu erkennen. Das ziehe ich aus dieser Reaktion bis jetzt, aus diesem Video. Es ist eine Steigerung zu erkennen. Mehr nicht. Und ich schweb, fahr mit dem Luftschiff wie im Cabriolet. Bin wie eine Princess von einem anderen Planet. Ich schweb, durch die Galaxie. Ich schweb, durch die Galaxie. Durch die Galaxie. Man muss es nicht unbedingt aus Prinzip haten, so sehe ich das auch.
Musik ist nicht mal so, so bad. Ob das jetzt ein Dislike wert ist, ist jedem selbst überlassen. Ich würde der Musik nicht mal ein Dislike geben. Also ich kenne viele Songs, die von Donnerstag auf Freitag Nacht rauskommen, Freitag 0 Uhr, die genauso wack sind, wenn nicht sogar noch schlechter. Und die like ich teilweise auch einfach aus Prinzip, weil Support ist kein Mord, ne? Das solltet ihr auch tun. Ihr solltet nicht aus Prinzip einfach dislike, einfach weil ihr vielleicht die Person hinter der Musik nicht leiden könnt. Aus Prinzip haten muss man es definitiv nicht. Durch die Galaxie. Ich habe kurz gedacht, wir kriegen noch einen dritten Part. Oh Mann, ich find's voll schade, dass die Tour vorbei ist. Ja, ich auch. Wer hat denn gesagt, dass die Tour schon vorbei ist? Es geht doch jetzt erst richtig los. Oh. Bitte nicht, Digga. Bitte spiel da keine Tour. Bitte mach keine... Der Song war nicht mal so schlecht. Aber bitte bewahre uns einfach vor einem Album. Ich habe keine Lust auf ein Album. Ich habe keine Lust auf ein Album und ich habe auch keine Lust auf eine Tour. Bitte nicht, Digga. Gott bewahre uns vor den Videos, wie er mit irgendwelchen Sachen abgeworfen wird. Das haben wir bei etablierten Künstlern auch schon. Kasimir zum Beispiel wird mit Bier abgeworfen oder mit, keine Ahnung, Essen oder was weiß ich, da fliegen Becher und so weiter und so fort. Das wird da halt passieren. Da kaufen sich ein paar Hater ein paar Tourtickets, nur um da hinzugehen und den runterzumachen, beleidigen, abzuwerfen, was weiß ich, wisst ihr, was ich meine? Oh, wie cool, singst du dann auch? Natürlich werde ich singen. Nee. Performance, Überraschungen und die Tickets, die gibt es jetzt schon in dem Link unterm Video. Oh, hättest du nicht sagen brauchen. Hätten die Leute auch so rausgefunden, sag ich so, wie es ist. Oh, wie cool. Ich frag mich halt, okay, bis dahin wird auf jeden Fall noch viel passieren, bis nächstes Jahr September, ne? Aber ich frag mich halt, wenn er bis zum Beispiel nächstes Jahr keine Musik rausbringt, will er die 3 Songs spielen und das war's, oder was? Das heißt, indirekt, es erwarten uns noch mehr als 3 Songs. Oh nee, ach du Scheiße. Da wird das Album kommen. Ich sehe das Album schon kommen. Das war 24 Tim mit Galaxy. Hatet Leute nicht aus Prinzip, weil sie anders sind, weil sie irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Hatet Leute nicht in Insta- oder TikTok-Kommentaren. Wenn ihr es nicht mögt, gibt ein Dislike und gut ist, ihr müsst keinen 3-seitigen Kommentar schreiben, der nur beinhaltet, wie scheiße der oder diejenige ist. Müsst ihr nicht tun. Musik ist so eine Sache, hat mir nicht gefallen, aber trotzdem leben und leben lassen und gut ist.